Es bleibt nach mir mein Stamm zurück und etwas Traum und etwas Text, der Liebesschauder, Durst nach Glück, daraus ein neuer Dichter wächst. Es bleibt mein Händedruck einmal, mein Lächeln, das der Freude galt, die Spur von der vergessenen Qual, der alte Garten, alte Wald. Es bleibt die Bäume Schmuck und Duft am alten Haus empor, entlang. Es bleibt der Steinbruch und die Gruft und überm Grab der Vogel sang. Es bleibt der alten Pappenrausch und hoch hinauf der Himmelskreis. Es bleibt zurück, sei still und lausch der Klang, den ich alleine weiß. Ich habe mich verpflichtet gefühlt, das unbekannte Polen intellektuell wenigstens aufzuschließen für die deutsche Sprache und die deutsche Intellektualität, damit sie mehr von den Polen erfahren, wissen und somit besser mit ihnen umgehen können. Karl Dedecius war eine Ausnahmeerscheinung. Ein Deutscher im polnischen Lodz kurz nach dem Ersten Weltkrieg geboren. Lodz war damals die zweitgrößte polnische Stadt, die traditionell von der Textilindustrie und seiner Arbeiterschaft dominiert wurde. Eine Stadt, die für das Versprechen des gesellschaftlichen Aufstiegs und harter sozialer Kontraste bekannt war. Sie zeichnete sich durch ihre multiethnische Bevölkerungsstruktur aus. Neben der polnischen Mehrheit machten die deutschen Bewohner knapp 10% der Bevölkerung aus. Ein ganzes Drittel der Bürger waren jüdischer Herkunft. Dedecius wuchs in einer bürgerlichen Familie auf. Sein Vater war Beamter. Die Eltern gaben Karl die Möglichkeit, sich zu bilden. Ich war in Polen ein polnisches Gymnasium besucht. Die Sprache habe ich besser gekonnt als Deutsch und dann die Deutsche wieder besser als Polnisch. Die zwei Sprachen waren mir so in Blut übergegangen, dass wenn ich hier ein polnisches Wort hörte, kam es hier Deutsch raus. Oder hier ein deutsches, kam es hier polnisch raus. Das repräsentieren schon die drei Kathedralen, die auf dem Hauptplatz, Kościuszkoplatz, in Lodz stehen, wie Denkmäler. In der Mitte Kościuszko, der Nationalheld, und dann die Stadtverwaltung, katholische Kirche, evangelische Kirche, Synagoge. Das ist eine Manifestation. Wir sind alle hier zu Hause. Ich habe ja da gelebt in einer kleinen Enklave. Das ist die Familie, das sind die Nachbarn. Nachbarn, einer war Pole, der andere war Böhme. Ich habe alle Wege mit meinen Eltern mitgemacht in die Kirche, zum Nachbarn, zu einer Hochzeitsfeier oder Geburtstagsfeier. Ich habe nie etwas wie Hass oder Misstrauen erlebt. Es war eine Vertrautheit, die da gewachsen ist durch die Arbeit. Die Arbeit hat die Leute verbunden. Und dann kam... Deshalb ist der Krieg so schrecklich, weil er unser aller Leben derart auf den Kopf gestellt hat. 1940 wird der 19-jährige Karl in die Wehrmacht einberufen und kommt 2 Jahre später an die Ostfront, um Stalingrad zu erobern. Nach der Niederlage gerät Dedecius in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Erst nach 7 Jahren kehrt er als einer der wenigen Überlebenden nach Deutschland zurück.
Der Krieg hat es insofern verändert, dass plötzlich andere Gefühle, ganze Wände, Gemäuer zwischen den Nationen, zwischen Juden und Deutschen, zwischen Deutschen und Polen, zwischen Deutschen und Böhmen. Jeder hatte jetzt seine eigene Welt festhalten wollen. Sie schwand ihm aber unter den Füßen, durch den Krieg vernichtet. ...1950 kommt Dedecius wegen seiner Verlobten nach Weimar. Nur zwei Jahre später flüchtet er aus der DDR in die BRD, nach Frankfurt am Main. Dort wird er Versicherungsangestellter. Karl Dedecius kann man wirklich nur aus seiner Biografie heraus verstehen. Er hat ja gar nicht die Chance gehabt, nach dem Abitur zu studieren. Da kam der Krieg. Man muss sich vorstellen, er hat in Stalingrad gekämpft, war lange in russischer Kriegsgefangenschaft und kehrte in ein zerstörtes Deutschland zurück. Aber nicht verbittert, trotz aller Geschichten, die ihm widerfahren waren, sondern mit einer Lebensaufgabe. Doch zunächst erarbeitet sich Dedecius bei der Allianzversicherung eine bürgerliche Existenz, die ihn aber nicht ausfüllt. Ich habe bei der Allianz 20 Jahre gearbeitet und das Hobby begann damals dort, als Ausgleich am Abend, wenn ich nach Hause kam, habe ich polnische Bücher gelesen, ein paar russische und Gedichte übersetzt. Er hat ja angefangen in einer Zeit, als Polen in Deutschland mit negativen Stereotypen verbunden wurde und durch die Vertreibung auch viele Deutsche negative Assoziationen mit Polen hatten. Und sein Zugang zu der polnischen Seele über die Literatur war im Nachhinein wirklich genial. Und ich glaube, ohne ihn wäre das so nicht möglich gewesen, weil er eben diese besondere Art hatte, andere für sich und diese Sache einzunehmen. Da kam Willy Brandt mit seinem neuen Ostpolitik und Schmidt wurde dann Kanzler, Weizsäcker Präsident und beide sind durch meine Bücher auf mich aufmerksam geworden. Ich glaube, dass kein anderer lebender Deutscher in der Bundesrepublik Deutschland uns von den Polen und ihrem geistigen Reichtum so viel vermittelt hat wie Karl Dedecius. Deswegen wäre es ohne ihn nicht auf so gutem Wege. Schmidt war der Initiator des Deutsche-Polen-Instituts. Der hat bei seiner Tagung in Bonn damals gesagt, das Institut machen wir so. Und der Weizsäcker auch. Und das, was es heute ist, ist damals in 25 Jahren Steinchen für Steinchen aufgebaut worden. 1980 gründet Karl Dedecius mit Unterstützung der Stadt Darmstadt auf der berühmten Mathildenhöhe das Deutsche Polen-Institut. Ich habe nicht die Literatur, die polnische, in Büchern gesucht. Ich habe sie bei den lebenden Menschen gesucht durch Bekanntmachung, durch Freundschaft und gemeinsame Verbundenheit und Verpflichtung. Letzt habe ich in meiner Allianzzeit entdeckt und der hat mir gefallen, weil er kurz war. Er hat die Dinge, die uns damals sehr angingen nach dem Krieg, angesprochen. Das, was schwierig war für den Polen noch in einem sowjetischen System auszusprechen, hat er sehr verpackt formulieren können. Und es war immer eine tolle, intelligente Pointe dahinter. Thank you.
Und er war Wiener. Er hat in Wien eine evangelische Schule besucht. Der konnte mich kontrollieren. Der hat hier ja immer gesessen und Karl hier, lies mal vor. Ja, das ist gut. So könnte ich es auch schreiben. So knüpft Karl Didetius ein weites Netz von Kontakten zu polnischen Literaten und anderen Kulturschaffenden. Besonders nah stehen ihm Dichter aus Polen, mit denen er die Generationserfahrung und Kriegserlebnisse teilte. Mit den beiden Lyrikern Zbigniew Herbert und Tadeusz Różewicz verband Didetius eine Freundschaft. Er übertrug ihre Gedichte kongenial ins Deutsche. Karl Didetius war ein unglaublich charismatischer Mensch. Ich glaube, jeder, der mit ihm zu tun hatte, war sofort fasziniert von dieser Persönlichkeit. Er war unglaublich klug, das hat man gemerkt. Er konnte mit Zitaten wirklich aus der deutschen, aus der polnischen Literatur, aus der Geschichte seine Rede schmücken. Er war aber auch wirklich ein sehr einnehmender Mensch in dem Sinne, dass er von ausgesuchter Höflichkeit war. Er wusste jeden genauso zu nehmen, wie er das eben ja, notwendig war. Denn er war ja auch ein Verkäufer. Er hat seine polnische Literatur, seine Kultur den Deutschen verkauft und umgekehrt sehr vieles von den Deutschen an die Polen vermittelt. Und das immer auf eine liebenswürdige, höfliche, aber sehr nachhaltige Art. Es war ein Gesamtkunstwerk. Didetius übersetzte schon Ende der 70er Jahre den Großmeister der polnischen Literatur, Czesław Miłosz, der damals im Exil lebte. 1980 erhielt Miłosz den Nobel-Literaturpreis. Der Tag war so glücklich. Der Nebel fiel früh herab. Ich hatte im Garten zu schaffen. Die Kolibris rasteten an der Blüte des Kaprifoliums. Es gab auf der Welt kein Ding, das ich hätte haben wollen. Ich kannte niemanden, den ich beneiden müsste. Was Böses geschehen war, habe ich vergessen. Ich schämte mich nicht zu denken, ich sei, wer ich bin. Ich spürte keinerlei Schmerz im Leibe. Aufgerichtet sah ich das blaue Meer und die Segel. Tatsächlich wäre sicherlich die Rezeption der polnischen Literatur, auch dieser beiden Nobelpreisträger, ohne die Übersetzung für das Nobelpreiskomitee schwieriger gewesen. Und insoweit hat er einen entscheidenden Anteil an der Preisverleihung für die Szymborska und für Miłosz gehabt. Und es war ja so, dass Polen sich keinen besseren Botschafter in Deutschland und in Europa als ihn hätte wünschen können. Didetius pflegte eine besondere Beziehung zu der Grande Dame der polnischen Dichtung, Wisława Szymborska. Der im Jahr 1996 verliehene Nobelpreis für Szymborska krönte für Didetius seinen Einsatz für die polnische Literatur. Wir sind Kinder der Zeit. Die Zeit ist politisch. Alle deine, unsere, eure Tagesgeschäfte, Nachtgeschäfte sind politisch. Ob du es willst oder nicht. Die Vergangenheit deiner Gene ist politisch. Die Haut hat politischen Schimmer, die Augen politischen Aspekt. Wovon du sprichst, hat Resonanz. Wovon du schweigst, ist beredt. So oder anders, politisch. Sogar wenn du gehst, im Wald und auf der Heide, setzt du politische Schritte auf politischem Boden. Die apolitischen Verse sind auch politisch. Und oben scheint der Mond, ein Objekt, nicht mehr lunatisch. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Doch welche Frage, Liebling? Sage, eine politische Frage. Du musst nicht einmal ein menschliches Wesen sein, um politisch bedeutsam zu werden. Es genügt, du bist Rohöl, Futtermittel oder Kunststoff. Oder Konferenztisch, um dessen Form monatelang gestritten wurde. Wie hat er zu sein, wenn man über Leben und Tod verhandelt? Rund oder eckig? Inzwischen fielen Menschen, krepierten Tiere, verbrannten Häuser und verwilderten Felder, wie in den uralten, nicht gar so politischen Zeiten. Moim zdaniem nie da się w ogóle przecenić tego wkładu, bo przez wiele lat Didetius
był no, takim człowiekiem instytucją, człowiekiem orkiestrą, który właśnie za zadanie jakby sobie obrał popularyzację literatury polskiej za granicą. Was bleibt, ist die 50-bändige polnische Bibliothek, die besten Werke aus Polens Literatur der letzten 500 Jahre. Die polnische Bibliothek ist ein Denkmal und selbst diejenigen, die keinen der Bände gelesen haben, werden anerkennen, dass es ein besonderes Zeichen auch von Wertschätzung und Respekt war, das damit die deutsche Seite der polnischen Seite zum Ausdruck gebracht hat. Und Darmstadt ist bis heute, dank Dedecius, ein besonderer Ort für Polen. Darmstadt, no to tam on się rozszalał całkiem, tam zapraszał rozmaitych artystów polskich, nie tylko pisarzy, nie tylko poetów, ale również muzyków, malarzy, rzeźbiarzy, po to, żeby pokazać Niemcom, jak w naszym kraju kwitnie kultura i na jakim wysokim poziomie ta polska kultura jest. No, więc to nie można sobie wyobrazić nikogo, kto by takiej tytanicznej pracy się podjął, jak wtedy Dedecius. Ich kann mit meinem Leben nichts anfangen. Es ist hier drin, im Kopf und im Empfinden. Und das ist doppelt. Schmidt hat gesagt, Herr Dedecius hat zwei Seelen. Eine polnische und eine deutsche. Und damit hat er wahrscheinlich recht. Aber er hat bloß eine Existenz. Ich glaube, es ist einfach ein schönes Beispiel dafür, wie beharrliche Arbeit an Grundlagen langfristige und politisch wirksame Veränderungen bewirken kann. Von jemandem, der sich immer als apolitisch verstanden hat in seiner Arbeit, aber das natürlich mit diesen Augenzwinkern des Karl Dedecius, der sehr wusste, dass er hochpolitisch arbeitet. Und ich hatte ihn als eitel bezeichnet, das ist sicherlich etwas, was wir nicht mit positiven Dingen verbinden, aber er war sich seiner Arbeit und der Bedeutung seiner Arbeit schon bewusst und hat sich natürlich auch darüber gefreut, dass auf polnischer Seite das so geschätzt wurde, dass er auch mit dem Weißen Adlerorden ausgezeichnet worden ist und dann im Belvedere in dem Bett übernachten durfte, in dem schon Pilsudski nach der Ordensverleihung geschlafen hatte. Das waren Dinge, die ihn gefreut haben. So hat es das Deutsche Polen-Institut in der Hand, das Vermächtnis von Karl Dedecius zu bewahren und in seiner Nachfolge Wertvolles für das Miteinander von Deutschland und Polen zu leisten.